Hallo und herzlich willkommen zum Webseminar zu den Neuerungen zum Quartalsupdate von Albis für das dritte Quartal 2022. Mein Name ist Ralf Janssen und ich werde Sie hier durch das Webinar führen. Einmal als erstes kommen wir zu den Terminen für das Update. Wir werden das Update online voraussichtlich in der Kalenderwoche 28 bereitstellen und die DVD wird voraussichtlich in der Kalenderwoche 29 in den Praxen eintreffen. Das heißt, das Ganze ist nicht abrechnungsrelevant, weil wir eben im Juli erst bei Ihnen in der Praxis sind. Ein Hinweis für die Praxen, die das Muster 61 Verordnung Reha verwenden, das ist ab dem 1.7. als Pflicht zu verwenden. Das Ganze haben wir Ihnen aber schon in der Version 22.22 Anfang Juni, Ende Mai, Anfang Juni bereitgestellt. Also wenn Sie das Formular Muster 61 Reha nutzen, sollten Sie auch entsprechend die Version 22.22 eingespielt haben, damit Ihnen dann zum 1.7. auch das neue Formular zur Verfügung steht. Wir gehen schon mal gleich live ins Albis. Was haben wir an Änderungen vorgenommen? Und zwar fange ich mal als erstes an mit der Scheinrückseite. Wenn Sie auf der Scheinrückseite eine Leistung erfassen, dann springen wir jetzt automatisch in diese Zeile, wo ich eine weitere Leistungsziffer erfassen kann und kann automatisch so eine weitere Leistungsziffer eingeben, ohne dass ich dann nochmal die Tab-Taste drücken muss, weil vorher stand ich immer nach einer Leistungseingabe immer in der Arztkennung und da kam der vielfache Wunsch, dass es doch angenehmer sei, wenn man hier gleich die nächste Ziffer eingeben kann. Dann haben wir die Diagnosenschrift, die man hier auf der Scheinrückseite hat, angepasst. Die Farbe und die Schriftart, die diese Diagnose auf der Scheinrückseite hat, ist jetzt identisch zu der Diagnosenfarbe und der Diagnosenschriftart, die in der Karteikarte hinterlegt ist. Wenn Sie diese anpassen wollen, geht das wie bei allen anderen Karteikarteneinträgen. Sie geben zum Beispiel hier das Kürzel ein, drücken F3, damit Sie sofort in der Eingabemaske sind. Sie können hier dann für die Diagnose auf Ändern gehen, über Schrift die Schriftfarbe hier unten ändern oder auch die Größe hier ein bisschen anpassen, wenn Sie möchten. Und mit Übernehmen verlassen Sie das Ganze und Sie werden dann auch aufgefordert, entsprechend Albis neu zu starten, weil erst nach dem Neustart würden dann die entsprechenden neuen Farben und Schriftgrößen in der Karteikarte und auch auf der Scheinrückseite greifen. Dann haben wir bei den Schriftarten, die man unter Optionen Schriftarten einstellen kann. Hier gibt es hier Optionen Schriftarten. Den Dialog haben wir angepasst. Der ist jetzt erstmal ein bisschen größer, dass man auch sehen kann, was hier alles drin ist. Und auch hier ist der Dialog alphabetisch jetzt sortiert. Und an der Bedienung vom Dialog hat sich nichts geändert. Sie können hier weiterhin die Textfarben für die Dauerdiagnosen oder Dauermedikamente entsprechend anpassen. Sie sind jetzt nur eben entsprechend leichter zu finden. Und auch hier kann ich über Ändern die Schriftfarben und Formgrad entsprechend anpassen. Das wirkt sich dann auf diese Karteikarteninformationen hier oben aus. Können Sie in den Optionen Schriftarten einstellen. Der Dialog ist eben etwas größer geworden. Ansonsten von der Bedienung hat sich hier sonst nichts geändert. Bei den Diagnosen haben wir eine weitere Ergänzung vorgenommen unter Optionen Patientenfenster. Haben Sie die Möglichkeit, Ihre Diagnosen anders zu sortieren? Bisher gab es die Möglichkeit, eine benutzerdefinierte Sortierung vorzunehmen. Das haben auch die meisten eingestellt, denke ich, wo ich dann innerhalb des Diagnosenfensters, innerhalb der Dauerdiagnosen sagen kann, welche Reihenfolge ich haben möchte. Dann gibt es das mit dem Datum aufsteigen und absteigen. Und neu ist jetzt in dieser Version, dass Sie auch nach ICD-10 auf- oder absteigend sortieren können, damit dann die entsprechenden ICD-Codes, wenn ich das hier jetzt sortiert habe, bestätigt habe, dann werden die nach dem Code sortiert und Sie haben dann hier eine entsprechende andere Sortierung. Können Sie einstellen, wenn Sie möchten, war ein Wunsch von vielen Praxen, ist jetzt hiermit entsprechend in der nächsten Version möglich.
Wenn Sie in den Hausarzt zu einem Patienten erfassen wollen, gehen Sie ja wie gewohnt in dem Feld Hausarzt über F3 in die Überweisungsarztliste rein. Und wir haben jetzt hier diese Lupe mit reingesetzt, beziehungsweise hier das Fernglas. Wenn Sie jetzt hier nach einem Arzt suchen, wurde Ihnen immer der erste Treffer angezeigt und das Weitersuchen war etwas aufwendiger und schwieriger durch dieses Fernglas. Wenn ich jetzt hier auf das Fernglas klicke, wird mir dann entsprechend der nächste Treffer mit dem Sch angezeigt. Der kann auch mittendrin sein, sodass dann hier die entsprechenden Patienten besser oder in diesem Fall Ärzte besser gefunden werden können. Also kann man hier dann entsprechend durchgehen. Wenn man den dann gefunden hat, kann man wie gewohnt auch über OK den entsprechenden Überweisungsarzt wieder übernehmen. In der Statistik, Leistungsstatistik, RLV 2009, haben wir eine kleine Erweiterung vorgenommen. Und zwar, wenn Sie die Statistik durchführen, sehen Sie nicht nur die Anzahl der Scheine, die Sie hier haben, sondern Sie sehen auch gleich den Betrag, der sich hier hinter verbirgt. Das wird dann hier in der Statistik mit eingeblendet. Hinweis, die einzelnen Summen, die Sie hier haben, können Sie nicht einfach so zusammenzählen, damit es dann eine Gesamtsumme ergibt, sondern das sind hier teilweise eben verschiedene Töpfe, die dann angezeigt werden. Also hier die Anzeige entsprechend von den Summen, damit man hier eine bessere Übersicht hat, wie viel Geld in einem gewissen Bereich schon erbracht worden ist in der Leistungsstatistik. Unsere Infoseiten, wenn Sie auf Fragezeichen Infoseiten gehen, haben wir ein bisschen oder haben wir umgearbeitet. Und zwar geht jetzt ein separates Fenster auf, in dem Sie dann hier entsprechend arbeiten können. Auch die Online-Schulung, unsere Schulung, die wir anbieten, hier auch entsprechend direkt aus dem Fenster heraus öffnen können. Und Sie können das Fenster auch an die Seite legen, damit Sie im Albis weiterarbeiten können und im Anschluss, wenn Sie zum Beispiel hier in den Dokumentationen sind, hier dann auch weitersuchen können, dass das jetzt hier als separates Fenster läuft. Sie haben jetzt hier unten dann auch entsprechend zwei unterschiedliche Tasks. Sie können dann, wenn Sie im Albis sind, auch über diesen zweiten Task schnell wieder auf diese Infoseiten wechseln, um hier weiter zu suchen und zu stöbern. Dann für die Kunden, die auch schon das ClickDoc nutzen, den ClickDoc-Terminkalender. Hier haben wir eine entsprechende Erweiterung vorgenommen, dass man einen Patienten direkt in einen Raum setzen kann, ohne erst ins ClickDoc zu springen und dann den Patienten dort umzusetzen, sondern Sie können jetzt direkt aus dem Albis heraus den Patienten in den Raum von ClickDoc setzen, in den Warteraum. Dann kommen wir zur EAU. Hier haben wir schon, das ist jetzt nicht mit dem Quartalsupdate drin, das ist schon vorher eingebaut worden, haben wir die Funktion zum 1.7. aktiviert. Das heißt, wenn Sie aktuell noch nicht die EAU aktiviert haben, wird diese von uns automatisch zum 1.7. aktiviert. Ich würde Sie bitten, wenn Sie das noch nicht nutzen, entsprechend vorher die AU schon zu aktivieren, um zu schauen, ob das Ganze klappt bei Ihnen, also die EAU. Das Ganze geht unter Optionen, TI-Optionen. Hier gibt es die EAU. Und hier sollten Sie vielleicht vor dem 1.7. entsprechend EAU aktivieren setzen, damit das Ganze schon mal aktiviert ist. Und danach können Sie entsprechend auch die EAU nutzen. Ich gehe nochmal in den Menüpunkt rein. Optionen, TI-Optionen, EAU. Und aktivieren Sie es am besten vorher schon einmal, um zu schauen, ob die ganze Funktion auch bei Ihnen klappt. Hier im Bereich der Signatur können Sie einstellen Einzelsignatur oder Stapelsignatur. Der Unterschied bei der Einzelsignatur ist, Sie müssen in dem Moment, wo Sie die AU an diesem Arbeitsplatz versenden möchten, auch ein Kartenterminal haben, um das Ganze entsprechend wegzuschicken. Bei der Stapelsignatur heißt es, also wenn Sie das hier eingestellt haben, ich möchte Sie jetzt hier an diesem Arbeitsplatz nicht sofort versenden. Sie wird an diesem Arbeitsplatz gedruckt oder gespult. Und der Versand der EAU, also der Teil, der an die Krankenkasse
geschickt wird, wird nicht mehr gedruckt, sondern elektronisch verschickt. Das Verschicken wird dann an einem anderen Arbeitsplatz gemacht, der entsprechend in der TI eingebunden ist oder auch entsprechend ein Kartenterminal hat. Wenn Sie die Funktion hier aktiviert haben, dann wird beim nächsten Aufruf einer Arbeitsunfähigkeit gleich der Status EAU gesetzt und es wird auch der Ausdruck ein bisschen anders sein. Praxen, die aktuell die normale Blanko-Formularbedruckung schon nutzen, also dass Sie jetzt auf entsprechendem Sicherheitspapier das Ganze ausdrucken, müssen jetzt nicht zwingend sofort den Ausdruck umstellen. Praxen, die mit dem Muster 1, mit dem Durchschlagpapier noch arbeiten, bei denen ist es so, dass dann ja der Ausdruck auf einem Nadeldrucker stattfinden würde oder wird. Den kann man natürlich gerne weiter drucken, nutzen, um dort drauf zu drucken. Es ist natürlich sehr laut und sehr langwierig, ein ganzes Formular darauf zu drucken. Und daher würde ich Ihnen empfehlen, dass die Praxen, die jetzt eben noch mit diesem Nadeldrucker arbeiten, dann unter Optionen Formulare hier die AU anwählen und über Ändern können Sie hier oben die Druckereinstellung ändern und den einen entsprechenden Laser- oder Nadeldrucker auswählen. Wichtig dabei ist, der Ausdruck soll auf einem DIN A4 oder DIN A5 Weißpapier stattfinden. Da können Sie dann Ihren Standarddrucker, für den Sie auch sonst nutzen, für Tagesprotokolle oder Ähnliches verwenden. Wie gesagt, Sie können auch weiterhin Ihren Nadeldrucker verwenden. Da müssen Sie bloß hier entsprechend weißes Papier einlegen und das dauert natürlich seinen kleinen Teil. Wichtig dabei ist, die AU muss danach auch noch lesbar sein. Wenn sie nicht mehr lesbar ist, dann hat Ihr Nadeldrucker nicht die entsprechenden Voraussetzungen und dann sollten Sie auf jeden Fall den Laser oder entsprechenden Tintenstrahldrucker verwenden. Wenn Sie mit der EAU schon arbeiten, wie das ganz viele tun, haben Sie hier natürlich nichts zu tun, dann passiert auch nichts. Es ist jetzt hier diese Einstellung eben, die zum 1.7., also am Freitag automatisch morgens passiert. Wenn Sie sagen, ich will noch bis zum Donnerstagabend damit arbeiten, können Sie natürlich das ganze Umstellen des Druckers auch am Freitag durchführen, aber das ist Ihnen frei überlassen. Wichtig ist, dass man weiß, dass wir das automatisch umstellen werden. Weitere Informationen zur EAU, wir kommen entsprechend, oder haben wir in einem anderen Video schon bereitgestellt. Ich denke mal, das würde sonst hier den Rahmen sprengen, das Ganze nochmal dazu stellen. Ein wichtiger Hinweis, die Privatpatienten haben bei uns im Albis eine eigene AU, wird immer gerne nochmal gefragt. Unter Formular gibt es die Privat-AU, die man hier aufrufen kann. Und die sieht ein bisschen anders aus, aber auch hier kann ich dann die entsprechenden Informationen eingeben. Das läuft wie sonst auch und ich kann sie dann drucken und dann wird die entsprechende AU auch gedruckt. Bei mir kommt natürlich jetzt, weil ich keinen richtigen Druck habe, ein virtueller Drucker, aber es funktioniert dann ganz genauso mit der entsprechenden Privat-AU für Privat, weil die kann jetzt nicht mehr über die EAU erstellt werden. Das funktioniert nicht. Noch ein Hinweis, weil zur EAU, weil das ganz oft gefragt wird und ich das hier nochmal gerne beantworten möchte. Also Privatpatienten haben ihre eigene AU, sonstige Kostenträger wie Polizei, Feuerwehr und so weiter, die nehmen nicht an diesem Verfahren teil. Bei den Patienten kommen drei Formulare raus, also das Krankenkassenformular, Arbeitgeber- und Patientenformular und der Patient nimmt diese entsprechenden drei Formulare wie bisher auch mit. Und was noch zu erwähnen ist bei der Folge AU, ist das AU-Ab nicht gedruckt. Das ist kein Fehler von Albis, das ist eine Vorgabe, dass dieses Feld bei einer Folge AU nicht ausgestellt wird. Neu haben wir in diesem Update die Funktion bei der AU, dass ich für einen Hausbesuch entsprechend einen Leerdruck machen kann. Das heißt, ich nehme hier das Datum raus, dann wird mir die entsprechende AU leer erstellt, nur mit dem Kopf, sodass ich auch die neuen Muster, die es ja gibt, jetzt entsprechend leer mitnehmen kann, dass der Kopf bedruckt ist. Ich kann das Ganze dann beim Patienten ausfüllen und
dem Patienten mitgeben. Optimalerweise tragen Sie natürlich dann die Daten, die Sie beim Patienten erfasst haben, elektronisch auch nochmal in Ihr System nach und versenden die. Das wäre der optimale Weg, den sich die Kassen und die Gematik und KBV hier entsprechend so vorstellt, damit Sie dann auch dann natürlich die Daten in Ihrem System haben. Dann gab es bei den Praxen, die oder viele Praxen setzen ja auch schon die EAU ein und hier kommt ja in der Regel eine Meldung, wenn Sie 24 Stunden später nach Versand keine Rückmeldung von der Krankenkasse bekommen haben, dass das Ganze entsprechend angekommen ist. Da gab es dann beim Wiederholungsversand eine nicht ganz so gute Darstellung. Dann wurde nämlich sofort wieder auf den Status Zustellbestätigung ausstehend geschickt. Das haben wir jetzt angepasst. Wenn Sie also eine AU nochmal versenden, weil sie den Zustand Zustellbestätigung ausstehend hat, dann können Sie das jetzt tun und wir passen auch den Status optimal an, dass das jetzt sauber dargestellt wird. Das soweit die Hauptänderungen. Wir haben noch so ein paar andere Kleinigkeiten angepasst, aber im Großen und Ganzen brauchen Sie jetzt diese Version nicht, um mit der EAU arbeiten zu können. Das soweit zur EAU. Dann für den Bereich der HZV BAVÜ Kunden. Wenn man als HZV BAVÜ Kunde bei einem AOK-Patienten ein Überweisungsformular ausfüllt, kann man ab dieser Version dann aus dem Überweisungsarzt, aus dem Formular Überweisung direkt einen E-Arztbrief erstellen und dann entsprechend auch versenden. Das ist dann direkt aus dem Formular möglich. Hier gibt es einmal den Kurzbrief, der dann die entsprechenden Daten automatisch zusammenstellt und dann zum Versand anbietet. Wenn Sie sagen, ah, bei dem Kurzbrief, da fehlen mir noch ein paar Informationen oder ich will da ein paar Sachen anpassen, können Sie aus dem Kurzbrief in den bisher auch schon bekannten regulären EAV-E-Arztbrief gehen, also für die HZV-Kunden, und hier dann die entsprechenden Anpassungen wie gewohnt vornehmen. Der Dialog Dauerdiagnosen, den kann man hier, wenn man hier unten an der Lasche zieht, auch vergrößern, verbreitern. Und wenn ich hier über OK rausgehe und beim nächsten Mal bei diesem oder einem x-beliebigen Patienten reingehe, bleibt er hier auch in der Größe bestehen. Das war in der Vorversion leider nicht immer der Fall. Da gab es ein paar Kunden, die hier Probleme hatten. Das haben wir jetzt auch mit dieser Version behoben, dass die entsprechende Größe des Fensters an dem Arbeitsplatz bestehen bleibt, bis Sie es beim nächsten Mal wieder über diese Lasche entsprechend verändern. Das soweit zu den Änderungen im Albis, die ich Ihnen so live zeigen wollte. Ein paar weitere Änderungen möchte ich noch mal im Nachgang vorstellen oder Ihnen nennen. Und zwar das E-Rezept. Ein paar Informationen zum E-Rezept. Das E-Rezept können Sie jetzt mit der jetzigen Albis-Version unter Optionen TI-Optionen aktivieren. Ich gehe noch mal einmal kurz in den Menüpunkt rein. Also wenn Sie das Update eingespielt haben, können Sie, wenn Sie möchten, unter Optionen TI-Optionen E-Rezept das E-Rezept entsprechend aktivieren. Da gibt es hier oben den Punkt, um das Ganze zu aktivieren. Das E-Rezept ist in der Testphase seit Anfang des Jahres, wird in vielen Praxen auch schon eingesetzt und getestet. Wir sind jetzt der Meinung, wir haben jetzt die Piloten, die damit gearbeitet haben, auch entsprechend begleitet bei der Rezepterstellung und in der jetzigen Version gehen wir davon aus, dass eigentlich jeder das E-Rezept so nutzen kann. Deshalb können Sie es freischalten, wenn Sie möchten. Sie müssen es nicht tun, es gibt hier keine verpflichtende Aktivierung für Sie als Praxis, dass Sie hier entsprechend an dem Test mit teilnehmen. Sie können weiterhin das alte Muster 16 nutzen. Das bleibt Ihnen frei überlassen. Apotheken müssen zum 1.9.2022 ihr Rezept ready sein. Das heißt, wenn Sie bis zum 1.9. schon mal einen Test durchführen wollen, ein richtiges E-Rezept erstellen wollen, einem Patienten mitgeben wollen, dann sollten Sie vorher bitte einmal in der Apotheke, wo der Patient hingeht, also wenn es die Apotheke um die Ecke ist, fragen, ob die auch schon das E-Rezept verarbeiten können. Viele Apotheken möchten das auch gerne, suchen auch Ärzte, die schon mal das Ganze senden, damit man hier ein bisschen spielen und testen kann. Also hier haben Sie jetzt mit dem Albis die
Möglichkeit. Und ich würde Sie auch bitten, die Funktion mal auszutesten im Laufe des Quartals, um hier auch die technische Bereitschaft Ihrerseits fertigzustellen, also testen zu können, damit man dann, wenn das E-Rezept bei Ihnen Pflicht wird, entsprechend auch gerüstet ist, dass man das nutzen kann. Wenn Sie zum Beispiel im Gebiet Westfalen-Lippe und Schleswig-Holstein jetzt arbeiten, wir im Praxissitz haben, ist hier ab dem 1.9. eine verstärkte oder eine, die erste Testphase. Und hier soll dann verstärkt getestet werden, sodass man hier eine Schritt, und danach wird eine schrittweise Erweiterung erfolgen auf andere KV-Gebiete. Also wenn das hier in Westfalen-Lippe und Schleswig-Holstein gut läuft, werden dann 3 Monate später entsprechend die weitere 6 KV-Gebiete dazukommen. Da wird dann das verstärkt dann in den Test gehen und dann wird irgendwann in 2023 für jeden dann das E-Rezept zur Pflicht werden. Das E-Rezept zeige ich heute nicht ausgiebig, weil wir am Freitag, also diesen Freitag um 13 Uhr ein Webinar zu diesem Thema halten und Sie können sich wie gewohnt unter cgm.com/albis-webinare anmelden und dann wird mein Kollege, der Herr Wagner, Ihnen dann am Freitag das E-Rezept zeigen und die entsprechenden Funktionen näher erklären. Ein Video zum E-Rezept, auch zur EAU, finden Sie in unserem YouTube-Kanal unter www.youtube.de unter /cgm-albis. Hier sind noch 2 Fragen zum E-Rezept gekommen, die ich jetzt kurz noch beantworte, bevor wir zu den anderen Themen gehen. Hilfsmittel gehen nicht über das E-Rezept. Die werden, können darüber nicht versenden. Erstellt werden noch nicht. Aber wir haben in der jetzigen Version hier eine entsprechende Routine eingebaut. Wenn Sie ein Hilfsmittel verordnen, wird automatisch ein entsprechendes Hilfsmittelrezept erstellt und Sie können das danach separat auf dem Muster 16 ausdrucken. Das Smart Update, das haben wir schon mal vorgestellt. Da gibt es auch ein entsprechendes Webinar auch zu. Das Verfahren, was wir bislang als Online-Update-Verfahren haben, beenden wir also das bisherige Verfahren. Das CGM Smart Update wird entsprechend eingeführt für alle und das nutzen auch schon viele. Das gibt es schon seit dem 3. Quartal 2021. Das ist ein entsprechendes neues Online-Update-Verfahren. Das Update wird im Hintergrund heruntergeladen und Sie bekommen eine Meldung, dass ein Update bereitsteht und dann können Sie das Ganze entsprechend starten. Sie können den Download des Updates festlegen, zu welcher Uhrzeit das stattfindet. Falls ein Download mal abgebrochen ist, wird das von uns im Hintergrund automatisch wieder gestartet. Also hier ist es ein neues Verfahren, was das Bereitstellen des Updates einfach vereinfacht für Sie, dass Sie nicht schauen müssen, gibt es ein Update, sondern es ist einfach auf Ihrem Rechner da und Sie können es einspielen, wann Sie es möchten, wie bisher auch. Wie gesagt, wir stellen das alte Verfahren Ende diesen Jahres ein. Damit werden wir, das heißt, dass das Update Q1 2023 wie bisher über das alte Verfahren versendet wird. Und ab dann sollten Sie sich für das neue Online-Update-Verfahren angemeldet haben. Eine Anleitung, wie Sie das Ganze machen müssen, finden Sie im Albis unter dem Menüpunkt Fragezeichen Infoseiten. Hier gibt es dann den Punkt Dokumentation und hier finden Sie dann den Link CGM Smart Update. Da ist eine Anleitung drin, wie man sich einfach dazu registrieren kann. Ist natürlich kostenfrei und danach erhalten Sie dann werden die Updates dann entsprechend heruntergeladen, automatisch, sofern welche für Sie zur Verfügung stehen und Ihnen angezeigt. Wenn Sie Ihre Updates nicht in der Praxis runterladen, aus dem Albis, also aus Ihrer Praxis, aus irgendwelchen technischen Gründen ist das bei Ihnen vielleicht nicht möglich, können Sie uns unter dieser Mailadresse eine entsprechende Information senden, damit wir Ihnen hier in Zukunft auf eine Mailadresse, die Sie uns dann nennen müssen, den Link fürs Update dann zuschicken. Dann noch ein wichtiger Hinweis zu den TI-Zertifikaten. Es kann sein, dass Sie jetzt, also die TI-Komponenten haben eine Laufzeit von 5 Jahren. Das ist soweit gesetzlich vorgeschrieben. Und die ersten TI-Komponenten laufen in diesem Jahr aus. Die ersten Konnektoren bzw. Kartenterminals, wo dann die entsprechenden
Chips getauscht werden müssen in den Kartenterminals und ein Connector komplett ausgetauscht werden muss. Sie haben da auch schon Schreiben von uns bekommen und ähnliches. Hier nochmal ein Tipp. Sie können unter meineti.de/ti-hardware-tausch auch mit Ihrer Kundennummer und Ihrer Postleitzahl schauen, wann Ihre Komponenten genau auslaufen. Wichtig dabei ist, bitte melden Sie sich frühzeitig bei Ihrem Vertriebs- und Servicepartner für den Austausch, weil dies hat eine gewisse Vorlaufzeit von 4 bis 6 Monaten, um die ganzen Daten entsprechend bereitzustellen. Allein schon das neue Bestellen einer SMCB, weil die auch nach entsprechend 5 Jahren abläuft, dauert in der Regel 4 bis 8 Wochen, bis Sie dann die neue SMCB aus der Druckerei zum Beispiel bekommen haben. Und um hier dann nicht in ein Problem zu laufen, melden Sie sich frühzeitig entsprechend bei Ihrem Vertriebs- und Servicepartner. Wenn Sie im Albis kommt ein entsprechender Hinweis, dass Sie hier entsprechend betroffen sind, ist jetzt das falsche Wort, dass Sie sich einmal hier drum kümmern müssen, der sieht dann so aus. Kommt dann einmal so ein Hinweis, Achtung hier, dass der Austausch findet statt. Hier ist auch noch eine Hotline-Nummer, an die man sich wenden kann. Und hier gibt es auch einen Punkt Zertifikatsablauf prüfen. Und die Meldung kommt in sehr großen Abständen. Und wenn Sie sagen, ich habe das jetzt alles gemacht, habe mich bei meinem Vertriebs- und Servicepartner gemeldet, können Sie auch hier diesen Haken setzen und überschließen das Verlassen, dann kommt diese Meldung in der Regel nicht wieder. Dann noch ein wichtiger Punkt, es sollte eigentlich keine Praxis mehr geben oder ich hoffe, dass es nur ganz, ganz wenige Praxen gibt, die noch mit einem 32-Bit-Rechner, also mit einem Betriebssystem, was auf 32-Bit läuft, arbeiten. Wir kündigen dieses System ab, das haben wir schon mehrfach in den Dokus vorher angekündigt, weil ein reibungsloser Einsatz unserer Software ist eben nur mit einer modernen Technik möglich und da sind zum Beispiel moderne Rechner entsprechend notwendig, die dann auch mit einem 64-Bit-System arbeiten. Wir werden unser System umstellen zum 4. Quartal 2022 und danach wird Albis diese 32-Bit-Betriebssysteme nicht mehr unterstützen. In der Regel sollte das, hoffe ich, keinen von unseren Kunden noch betreffen. Wir kündigen es aber entsprechend hier nochmal offiziell an. Und im schlimmsten Fall kann es dazu kommen, dass dieser Rechner sich dann nach Einspielen des Updates Q4 2023, also erst im Oktober, nicht mehr starten lässt. Bitte kümmern Sie sich also vorzeitig darum, falls Sie noch so einen Rechner besitzen, dass dieser ausgetauscht wird. Wenn Sie einen Rechner haben, der noch auf 32-Bit läuft, kriegen Sie beim Starten vom Albis einen entsprechenden Hinweis. Der sieht so aus. Dieser Arbeitsplatz hat ein 32-Bit-System und hier wird nochmal dargestellt, dass wir dann den entsprechenden Support auch beenden zu diesem Zeitpunkt. Der kommt auch nur an den Plätzen, an denen Sie wirklich mit einem 32-Bit-System arbeiten. Und an diesem Arbeitsplatz würde dann entsprechend Handlungsbedarf bestehen und Sie sollten sich mit Ihrem entsprechenden Hardware-Techniker in Verbindung setzen, dass man hier einen zeitnahen Austausch veranlasst. Das waren soweit die Themen, die ich Ihnen vorstellen wollte. Die großen Themen EAU und E-Rezept, die haben wir in speziellen anderen Webinaren schon erörtert, beziehungsweise erörtern Sie weiterhin. Ich schaue noch einmal auf die entsprechenden Fragen. Die sind von meinen Kollegen alle im Hintergrund soweit beantwortet worden. Das ist gut, das freut mich. Dann kommen wir zu unseren kostenfreien Services. Auf Facebook sind wir vertreten, sowie auf Instagram. Hier können Sie uns entsprechend folgen. Falls Sie mal eine Schulung verpasst haben, gehen Sie auf unseren YouTube-Kanal CGM Albis und hier finden Sie die entsprechenden Videos. Auch dieses Video wird, sofern die Technik mitspielt, bereitgestellt und kann dort nochmal gesehen werden. Falls Sie im Albis nach Online-Schulungen suchen, können Sie im Menüpunkt Fragezeichen Infoseiten links auf Online-Schulungen gehen und dort nach Themenbereichen suchen. Und wenn Sie auf zum Video gehen, geht die entsprechende YouTube-Seite auf und das Video wird Ihnen dargestellt.
unsere Albis Community. Hier können Sie sich mit Kollegen und uns austauschen. Hier können Sie Fragen stellen und auch entsprechend werden Fragen beantworten, die Kollegen gestellt haben. Sind Sie herzlich zu eingeladen. Wichtig nochmal als Hinweis, diese Seite ersetzt nicht die Hotline. Wenn Sie akute Probleme haben, wenden Sie sich bitte immer an Ihre entsprechende an Ihren entsprechenden Vertriebspartner. Seien Sie immer mit dem Newsletter auf dem neuesten Stand. Den CGM Albis Newsletter können Sie auf unserer Homepage www.cgm.com/albis entsprechend abonnieren und dort dann mit die neuesten Informationen sehen. Ich danke Ihnen soweit fürs Zuhören, wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Tag. Auf Wiederhören.